Ja, Leute, ich habe das Ding gerade ausgepackt. Aber die Kamera ist ständig umgefallen, deshalb könnt ihr jetzt nicht mehr zuschauen, weil das Video sich von selber beendet hat, indem ich da aus Versehen auf Beenden drauf gedrückt drauf gekommen bin, weil das schrottige Aufnahmegerät ständig runtergefallen ist. Ich habe nur ein Smartphone, weil ich werde bestraft für etwas, wofür ich nichts kann. Also nochmal hier. Mir ist beim Auspacken so eine Akkustoppelscheibe runtergefallen, die ihr auch gummiert kennt, also ein anderer Akkustopper, genau, habe ich ja gerade eben auch schon gesagt. Es sind die anderen Akkustopper, die haben aber auf einer Seite so Zähne dran, auf der anderen Seite nicht. Und ein Schlitz noch in der Mitte durch. Und diese Akkustopperscheiben, die gibt es auch mit Gummis, wie zum Beispiel heutzutage bei den türkisen Flugzeug da. Und auch damals noch bei den alten Technikmähdrescher. Da sind auch so Dinger drauf, aber auch mit Gummis drauf. Das sind diese Dinger da. Und ja, okay, ist halt nicht so gut gemacht, aber für Lego ist es schon echt wirklich eine Leistung mit diesen Krallendingern da in Silber. Aber der Rest ist einfach nicht so gut gemacht. Die haben halt eben so diese Sterne verwendet, die silbernen. Und nicht, wo mehr drauf gepasst hätte, also mehr in Reihe und nicht in die unnötige Breite, die eh nicht gebraucht wird. Diese Gullideckel da, die zum Beispiel auch damals scheinbar bei den hier drauf waren, angeblich, also nicht angeblich, vielleicht gab es es wirklich mal, aber ich habe es einfach nie gesehen damals. Ich habe nur den da, diesen hier davon. Und ja, den gelben und den schwarzen kenne ich gar nicht. Der schwarze war der, der eine Lenkung drin hat. Rückziehmotor und eine Lenkung, die beim Kippen lenkt, also wenn es gibt. Habe ich auch irgendwo. Genau. Ich habe mal eine Anleitung gesehen bei Brick Instruction. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Dieses Video hier kommt ein bisschen später. Ich meine, das letzte Video für Jesus Birth kommt etwas später, weil jetzt können wir auch nebenbei reden, weil jetzt habe ich den Lärm ja nicht mehr, habe ich vergessen, vor lauter Aufregung und Zeigen und so, vor lauter Ärgern. Dieses Birth-Video, das ist heute erst rausgekommen, weil YouTube mir das Hochladen verboten hat. Ohne Grund, also ganz ohne Grund. Und ich wollte eigentlich, dass ihr mir jetzt beim Bauen zuschauen könnt. Seht ihr jetzt alle Teile? Ich hoffe mal sehr, dass ich will ein bisschen mit euch reden, damit ihr wisst, was los ist. Ich habe gestern nur 4 Videos hochgeladen. 4 Einzelvideos über meine Mocs. Mehr nicht. Und das war YouTube schon echt genug. Aber damals habe ich noch mehrere, sogar bis zu 9 von diesen irgendwelchen Videos hochgeladen, aber unterschiedliche. Und da hat YouTube nichts gesagt. Eine 6 lange Achse in Schwarz, nicht in Rot. Und die 3 langen Achsen hier sind in Hellgrau, sind auch nicht mehr in Gelb. Die sind jetzt wieder in Hellgrau zurück. Aber die, keine Ahnung, was ist das für eine Länge? 7. Die 7er Achse, die ist jetzt doch wieder in Gelb. Die gibt es aber auch immer noch in Hellgrau. Lego machen es halt so, wie die wollen. Vielleicht wechseln die die Farben ab, wer weiß. So dass bei den Hellgrauen immer eine Abwechslung da sein muss. Ne? Zum Beispiel eine, wenn eine hellgraue Dreier sein, wenn die Dreierachse hellgrau sein soll, dann muss die Fünfer gelb sein und dann die Siebener darf wieder hellgrau sein, so abwechselnd halt.
damit ihr versteht, was ich mit abwechselnd meine. Innerhalb von den geraden Zahlen. Ich meine von krummen Zahlen. Die geraden Zahlen sind ja rot und schwarz. Also so in diesem Bereich dann. Okay, das habe ich jetzt. Und weiter. Ah, noch eine Sechser. Also, YouTube hat mir gestern nicht mehr wie 4 Videos hochladen erlaubt. Und da stand noch irgend so ein blöder Spruch mit jeden Tag 24 Stunden, bla bla, irgendwas mit hochladen, wie auch immer. Irgend so eine Scheiße haben sie geschrieben von YouTube. Ich weiß nicht warum, aber ja. Es geht mich auch nichts an, das ist deren Sache. Wenn die meinen. Nur damit ihr wisst, es ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts irgendwie verpennt oder falsch gemacht oder so. YouTube hat das falsch gemacht. Die haben einfach ein Problem damit gehabt. Ist einfach so. Aber es ist auch ganz in Ordnung, so finde ich, weil das ist auch dein gutes Recht. So sehe ich das Ganze. Also, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich glaube schon, oder? Wo kommt es rein? Ach, da muss ja noch ein Loch dazwischen sein. So, jetzt passt es wieder. Jetzt ist wieder alles gut. Jetzt haben wir dazwischen auch noch ein Loch. Weil ich habe es gerade da reingesetzt, eins. Und das war mein Fehler. Darum hat es auch nicht gepasst. Das Ende auf das Schwarze da. Weil da am anderen Ende, da muss ja noch auch ein Loch über sein, damit da auch noch so ein schwarzer Pin hinkommt. An beiden Enden kommt ein schwarzer Pin hin. Und ich habe mir das Modell ausgesucht, weil es so schön ru rumflattert. Und ich hatte einfach Bock drauf. Und ich wollte mir auch mal ein bisschen Spaß machen. Einfach, damit ich was zu tun habe. So, und das hier jetzt ist auf nur eine Seite. Nochmal für euch, damit ihr es sehen könnt, auf beiden Seiten ein Pin und ein Loch durch und auf nur eine Seite so ein Ding. Und also Pin und Loch. Und das ist, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ach so, genau, weil da kommt es dann das Zahnrad da durch. Aber, ja, so. Ich habe mir gedacht, fürs Video, wir reden ein bisschen. Und mal schauen, wann ich das Video hochladen kann. Dieses Jahr bestimmt nicht mehr. Ich hätte noch ganz viel weitere Videos vor, aber das Ding ist, ja. Also heute habe ich das Jesus Birth Video hochgeladen und die zwei Chucks nochmal. Und ich habe die beiden Chucks doch mal vorbereitet zum direkten Vergleich und was ich da ausgebessert habe am Großen. Zeige ich euch gleich, okay? Und maybe dieses Video geht jetzt nächstes Jahr online. Also so, wenn ein Viertel vom Januar rum ist. Oder so. Ja, so ungefähr halt. Und habe ich was verpasst? Jo. Ne Neuner. Die ist wieder eine hellgrau. Eine Fünferlange gibt's nicht. Bei diesen hier. Und ja, die haben sich schon was beigedacht. Ich gehe mal sehr davon aus, dass sie sich was beigedacht haben. Und ja. Das passt für mich auch so gesehen. Wenn ich es andersrum mache, mit dem. Ach, ich weiß es nicht. So oder so rum. Irgendwie wird es schon sein. Passt, ne? Genau so ist es, ja. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was ich da mache. Weil dafür mache ich das Video auch extra. Damit ihr sehen könnt, was ich da mache. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das hier ist schon mal
Ah, ich muss schauen, dass da ein bisschen Luft zwischen bleibt. Ich muss die Achsen ein bisschen reindrücken. Und ich weiß auch nicht, warum ich wieder so schwarze Nägel habe. Ich tue regelmäßig Hände waschen, oft genug, aber scheinbar nicht oft genug oder wie auch immer. Ist die erste Technik. Zwei gleiche Zahnräder auf die gleiche Achse mit einem Achsstopper auf die eine Seite. Und ja, ist der Unterschied zwischen den beiden. Auf beiden Seiten Pins. Auf nur einer Seite Pins, aber auch andersrum. Und da haben wir das, was wir gerade angesprochen haben. Genau, so ist es. Es ist nicht viel, darum kann ich auch alles zeigen. So. Jetzt habe ich zwei dünne Liftarme mit zwei so Achsaufnahmen oder wie es genau heißt, vor mir. Und ich schaue jetzt mal nicht, ob Lego außen, innen, oben oder nach unten steht oder nach vorne oder nach hinten und wie auch immer. Das ist ein Flugzeug, da gibt es gar vorne und hinten, denke ich jetzt mal. Weil es ist ja eh nur Quatsch mit Soße. Und es ist auch sowieso ein Billigschrott, also so gesehen mache ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken drum. Ich mag Flugzeuge auch nicht so wirklich, weil die sollen ja fliegen, auch wenn sie es nicht können, außer vielleicht die Krise, was ich euch gerade gezeigt habe. Und das B-Modell davon, es fliegt gleich wieder um, oder? Das B-Modell davon kann man auch zum Flugzeug umbauen. Das mache ich in 2 Jahren. In 2 Jahren baue ich das zum Flugzeug um. Also nicht auseinander und wieder zusammen, sondern ich habe noch so ein drittes Ding. Eins zum Ausschlachten, eins als Schlauchboot, A-Modell und eins als Flugzeug, B-Modell. So habe ich es mir gedacht. Und diese Dinger gibt es ja auch häufiger jetzt, ne? Auch so, das habe ich noch vergessen zu zeigen. Wo war das drin? Irgendwo, da war das doch gerade drinnen. Dieses. Ach genau, da war das. Dieses Ding da mit diesem Gullideckel. Das wäre eher auf dem metrischer, hätte eher auf metrischer gepasst, weil dann mehr von diesen Dingern, von diesen komischen Dingern, von diesen runden Dingern, vielleicht noch mit so Schraubenschlüssel als in hellgrau so als oder noch besser in Silber als diese Krallen da, die das Ganze da so auf so Pins drauf, auf so Pins in hellgrau. Für diese Zeit war es auch noch hellgrau, von metrischer Zeit. Ja, genau, diese Gullideckel mit Gummis gibt es ja auch heutzutage wieder als Jaxter, also auf dem Jaxter. Genial, oder? Und nicht nur auf dem Dragster, sondern auch noch auf dem Schlauchboot. Auf den hier. Das sind die Gullydeckel in grün diesmal. Und nicht in weiß oder hellgrau oder in schwarz. Gibt es hier auch. Ja, ich habe hier noch ein paar Gummis rumfliegen. Jo. Ach, die Annette musst du hier liegen lassen, weil die brauche ich jetzt noch. Wo habe ich dieses hässliche Ding jetzt, was ich da gebaut habe? Irgendwo muss ich es doch haben. Da habe ich so ein Ding davon und dieses hässliche Knubbelzeug finde ich gerade nicht mehr. Ach. Bevor noch mehr Zeit vergeht, suche ich mal bis dahin. Bis gleich. Ach so, stimmt dir genau. Ich habe es ja schon da reingesetzt. Habe ich ganz vergessen, dass ich schon da reingesetzt habe. Als brauche ich da so eine Achse, so eine hellgraue, dreilange Achse mit so Achsstopperscheiben. Und ja, dazwischen irgendwie, also eine inneren Seite davon. Und das, ja, soll ich jetzt lose durchstecken? Das passt hier nicht mal. Hoppala, falsches Loch, tut mir leid. Passt also doch. Und natürlich passiert nicht nur das, nein, sondern auch noch das. Darum
wichtig, weiterbauen. Natürlich noch eine zweite Akkustopperscheibe. Akkustopperscheiben, falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, das sind diese Dinge hier, die hellgrauen zwischen den zwei schwarzen, das sind Akkustopperscheiben für mein Verständnis. So nenne ich die jetzt. So würde ich sie auch nennen. Und so, was soll ich jetzt machen? Das Ding habe ich drinnen. Und jetzt soll ich es gibt es ja auch im Grün, okay. Soll ich da noch was durchstecken? Ja. Und dann soll ich noch Akkustopperscheiben durchstecken. Die zwei sind gerade nebeneinander. Nehme ich die gleich. Und das soll dann in die Windschutzscheibe reinkommen, in dieses Ding da. Und da soll ich jetzt noch einen schwarzen, zwei langen Pin reinstecken. Mache ich. Genau. Und so ein Ding, wo im Schlauchboot die Warnlichter dran gesteckt sind. Und ja, weil wir eben auch eine Achsaufnahme haben. Und darum sind auch Achsen dran. Seht ihr, so war. Naja, das Video geht bestimmt erst nächstes Jahr online, weil ich nicht so viel Datenvolumen habe. Ich arme Sau. Was soll's. Aber ist doch in Ordnung so. Heute ist der zweite. Nein, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Heute ist der 25.12. Und ich glaube nicht, dass ich die Akkustopperscheibe, die eine, die mir da gerade runtergefallen ist zum Auspacken, dass ich das Video, wo ich die Akkustopperscheibe runterfallen lassen habe, wo es runterkugelt ist, habe ich nicht da drauf, weil das Video sich beendet hat, indem ich aus Versehen scheinbar wo drauf gekommen bin. Und darum, ja, schade. So ist es, genau. Aber ich wollte es zeigen. Ich tue alles, damit ihr alles sehen könnt. Aber es klappt halt eben nicht. Tut mir leid. Ach, das sind so spezielle Dinger da. Die haben da so eins mehr. So ein Kreuzding da mehr. Das ist praktisch, weil dann kann ich einfach. Dann brauche ich keine Akkustopperscheibe mehr dazwischen. In Gelb oder in Hellgrau, wie auch immer. Gibt es nur in zwei Farben. Im Gegensatz zu diesen hier, die gibt's in Rot, Hellgrau und Schwarz. In Schwarz sind die in diesem Bagger drin, in diesem gelben Radlader. In den da sind die in Schwarz drin, zweimal und einmal noch als Ersatzteil, also dreimal insgesamt. Und ich glaube, dass so eine Akkustopperscheibe hier, die runterkugelt ist, nicht gebraucht wird, weil es einmal als Einsteil ist und die gelten eigentlich immer als Ersatzteile. Sogar die einmal zwei Pins sind einmal Einsteile und die Aravierteln-Pins sind auch einmal Einsteile und die Arahalb-Pins, die jetzt nur noch in Beige gibt, damals waren die noch dunkelgrau. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Die gibt's jetzt, was auch immer ich gerade gesagt habe. Denkt es euch einfach. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Und was ist jetzt noch so ein Ding? Nein, nicht, oder? Das habe ich doch jetzt gerade. Ja, das habe ich jetzt gerade. Die eine Seite, andere Seite auch, oder? Warum darf ich die andere Seite nicht zumachen? Mit diesen Dingern da. Das ist immer noch nicht zu. Ich habe schon zugemacht. Die wollen nicht, dass ich es zumache. Na, ich habe schon zugemacht. Aber das stört mich ja nicht beim Bau. Ich komme ja trotzdem noch ran. Ganz sicher.
Das sehen wir jetzt dann gleich, wer hier schlau ist, Lego oder ich? Ha, ich bin natürlich schlauer, wie immer. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja viel schlauer wie Lego, aber Lego glauben, irgendwie blöde Vorschriften machen zu müssen. Naja, was soll's. Die werden schon sehen, wie viele dann davon haben. Nix natürlich, wie immer, ist der Kleine. Natürlich komme ich auch so da rein, durch das Ding einfach durch. Das verstehen Lego nur nicht. Die denken, dass es irgendwie im Weg ist. Ach, die denken einfach nicht mit. Diese komischen Vögel. Aber ja. So kennen wir Lego. Und noch so ein drittes gleiches Zahnrad. Ah, es muss nur durchpassen. Jetzt passt es durch. Drei gleiche Zahnräder. Da kommt es bestimmt auch noch eins drunter, oder? Yo. Mit so einem Axtstopper, mit so einem dicken Axtstopper mit so Zähnen dran. Und Schlitz drin. Seht ihr ja, ne? Genauso ist es. Yo. Und jetzt? Weil ich dachte, wenn man da unten am Zahnrad dreht, dann dreht man das ganz restliche Zeugs und der Antrieb, also an den Zahnrad soll man drehen, damit sich der Rest auch dreht. Aber es sollen ja noch beige Zahnräder reinkommen. Aber es ist ja nur das eine, was ich da gerade sehe. Oder ich habe da was verschlampt, wie auch immer. So. Und jetzt, genau, noch so ein weißes Ding da. So ein doppelt gebogener weißer Liftarm. Kommt da jetzt dran. Doppelt gebogen, das riesige Teil da. Ach, es wird so lustig. Es wird ein schönes Weihnachtsspielzeug. Da habe ich Spaß dran. Oh, es wird eine halbe Stunde. Aber ganz entspannt wird es eine halbe Stunde. Das lade ich nächstes Jahr hoch. Ich wollte dann auch, wenn ich umgezogen bin, Häuser bauen. Und ein bisschen was von Friends machen und so. So ein gesellschaftlich angesehenes, mädchenfarbenes Haus und mit Blumen und so weiter. Aber nicht von Friends, sondern von Klassik und dann noch ein Friends-Set, wo zwei Pferde mit dabei sind. Weil Pferde, finde ich, braucht jeder Mensch. Ach, zwei Axtstopperscheiben darf ich ja nicht vergessen. Ich nehme es mal die da. Warum müssen die da drauf? Ich sehe gleich, warum die da drauf müssen. Erstmal noch der Flügel, wo die beiden Axtstopperscheiben gerade drauf waren. Aber davor noch ein rote zweilange Achse rein. Und so ein Ding da noch. Und zwei Pins. Ach, die sind so schön nebeneinander. Nehme ich doch gleich. Es richtig so? Ach nein, so. Da ist doch nur ein Flügel mit dabei, ein einzelner. Und nur eine Seite davon in hellgrün. Es wird ein Landwirtschaftsflugzeug oder was auch immer. So Helikopter halt. Ich weiß nicht, warum diese Farbkombi. Aber ja, ist so. Und weil die Propeller ja ein rundes Loch haben, kommt auch so ein schwarzer Achspin mit dazu. Den kann man natürlich auch einfach. Ist jetzt die falsche Seite, wo ich die reinstecke? Oder worum geht es so schwer? Ist es normal? Ich glaube, es ist normal, ja. Das kann man auch einfach so schon drehen. Zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist. Und dann noch so ein Zahnrad dadurch, ja. So, und okay. Und dann da, wo die glatte Seite vom Flügel ist. Wie ist es so? Oh, eine Axtstopperscheibe. Ich nehme das da, wo die Propeller schon rumliegen. Damit es besser zusammenpasst für mein Verständnis. Halt genug Spiel. Jo, und jetzt kommt es da irgendwie dran. Auf den Kopf gedreht und dann. Ja, irgendwie halt so dran stecken.
So soll ich das machen. Passt es jetzt? Also der eine Propeller haben wir schon mal dran. Da ist er. Und die zwei Propeller, also zwei Rotoren, die müssen ja auch noch irgendwie dran. Aber erstmal machen wir die Kufen dran. Davor kommt gar nichts. Das mal klar ist hier, ja. Erst die Kufen, die sind viel wichtiger. Auf die Rotorblätter können warten, genau. So macht es die Lego-Anleitung. Richtig, jo. Genau so ist es. Und diese komischen Dinger kommen dann nach hinten rein. Diese Pins mit Achsaufnahme in hellgrau. Diese Dinger da. Zwei lange Pin, Trennnabel und dann Achsaufnahme. Und eine Trennnabel noch oben drauf, genau. Und dann irgendwelche Achsen durch, oder? Ja, genau. So sechs Achsen. Da noch was dran stecken? Nö, nicht, oder? Habe ich die Anleitung schon umgedreht? Ich glaube. Simmer dann. Darf ich jetzt die Rotorblätter dran machen? Nein. Erstmal kommt noch ein Licht dran. So ein rotes Licht. Und wo? Da. Okay. Und warum auf dem blauen Pin? Warum kommt es auf dem blauen Pin drauf? Das verstehe ich nicht. Weil sonst sind die doch auch immer hellgrau. In den neuen Sets sogar, ne? In den neuen Sets, ja. In den Ford Raptor zum Beispiel sind diese Dinger da auch in hellgrau. Warum ist sie hier jetzt blau? Darf ich jetzt die rote Blätter dran machen? Ja. Nicht so. So rum. Ja, ich mach's mal so rum. Genau. Und wann darf ich das andere da drauf machen? Das habe ich schon drauf machen dürfen, nachdem ich die Akkstoppelscheiben für die Kufen drauf gemacht habe. Okay. Und ist es jetzt fertig? Schau mal. Jo, jetzt ist es fertig. Da unten soll man drehen, habe ich, wie ich es mir gedacht habe, auf dem Bild. Wo ist das, wo ist die Folie davon? Ah. Wo habe ich die hin überhaupt? Ach, da. Da dachte ich mir schon. Da unten sieht man Zahnrad. Da unten meine ich, da unten dachte ich, muss mal daran drehen und ich wollte ausprobieren, ob es überhaupt so ist. Und es ist wirklich so, weil an diesem Zahnrad ist mir so eine Kufe rausgefallen. Die ist aber auch nicht ganz rein, ist nicht so schlimm. Ganz normal, dass sie nicht ganz drin ist. Weil die hat sich auch nicht ganz drin reingefühlt. Weil dieses Zahnrad ist frei. Die anderen Zahnräder sind verbunden. Und das Zahnrad sieht man ja bei Tüte draufstehen. Da dachte ich, muss man daran drehen, damit sich da die Sachen drehen. Wenn ich das da, wenn ich die Propeller festhalte, dann geht gar nichts. Dagegen aber, wenn ich das Zahnrad festhalte, dann geht schon was. Ich meine, wenn ich den Propeller, den Heckpropeller mal nicht festhalte, dann ist es egal, weil das ist ja ein Pin. Wer sich da dreht, seht ihr? Seht ihr es jetzt? Es ist ein hart drehender Pin, der sich da dreht. Und es geht auch so mit. Aber es darf man eben nicht festhalten, damit es sich mitdreht. Und das ist mein Weihnachtsspaß. Hui, 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 hui. Es ist doch ein toller Spaß, oder nicht? Was das rote Licht da soll? Keine Ahnung. Vor allem ist. Sieht man ja nicht. Das sieht man überhaupt nicht, weil es ja so rum abgebildet ist. Da sieht man kein Licht, nur auf die andere Seite. Ganz komisch. Und das, naja, auf alle Fälle cool oder nicht? Naja.
Ey, dieses grüne Ding da. Dieses grüne Auto finde ich geil. Aber ich weiß nicht, ob es Lego ist. Wollte ich eh schon immer mal haben, weil es so geile fette Räder hat. Und jo, erstmal soweit. Ach so, bei den. Schauen wir mal zurück zu den. Wo habe ich das? Nein, falsche Einleitung. Falsche Einleitung. Schon mal kurz zurück zu den guten alten Zeiten. Ah, der war noch schön. Den habe ich zusammengebaut und der sieht jetzt. Das Bild finde ich gerade nicht. Was für ein Scheiß aber auch. Das gibt's ja nicht. Das habe ich doch noch rumfliegen gehabt. Ich habe es nicht weggelegt und ich finde es trotzdem nicht. Unglaublich. Und die Ersatzteile räume ich erstmal noch weg. Ah, das sind so unsinnige Ersatzteile teilweise. Sich überhaupt lohnt? Nein, nicht. So, jetzt zum direkten Vergleich. Damals der gute alte, der vordere Tank mit Tankdeckel und heute der vordere Tank ohne Tankdeckel. Komisch, oder? Und kein Stupsnäschen vorne drauf. Und so Kugeln, keine tiefer liegenden, flachen, langgezogenen Dinger da. Und bunt und gruselig. Und meine dagegen sehen jetzt nicht so aus, sondern so. Und ich habe jetzt die Dinge da weggemacht, weil es passt einfach nicht. Ich habe jetzt nicht diese Dinger da drauf gemacht, sondern erst 2x3 Platten und darauf dann schwarze in Rot und darauf dann schwarze 2x3 Platten schwarz und darauf dann schwarz 2x3 Platten in Blau. Damit es besser zusammenpasst von der Farbe. Und dass man es rot nicht sieht, weil es ja nur zur Erhöhung dient. Und bei den einen sind auch schmale Lichter unten, aber keine Schnauze. Umgekehrt, das Führerhaus ist jetzt ganz vorne, hat keine Tankdeckel, aber ja, ich habe versucht, einen Racetruck draus zu machen. Ohne Schnauze, aber. Und ja. Ich dachte, ich hätte noch was vergessen. Ja, genau, da ein bisschen lila noch, ein bisschen hellblau und ja, ein bisschen bunt, aber was soll's. Zur modularen Verwendung geht es so. Da noch ein paar so Dinger da. Keine Ahnung was. Und der hier, aufpassen, hat da zwei Tankdeckel. Und da vordere Tank mit Tankdeckel. Und das Weiße habe ich, glaub ich, habe ich so gemacht, damit es besser zum weißen Flügel da passt. Und da, damit es dazu noch passt, die Nippelräder, die Nippel nach oben, damit da auch quasi oben ein Tankdeckel drauf ist, damit es genauso aussieht. Und die Nippelräder haben auch noch sogar so Stufen drin. Genial, oder? Und da hinten auch noch mal so silberne Tankdeckel. Und ja, so ganz spezielle Teile halt noch. Ja, ein fieses, hässliches Loch, aber ich habe da was gebraucht. Darum habe ich es ein bisschen ausgebaut. Und ich glaube, da dieses Zweierding da, das ist das dritte Bremslicht. Ich glaube, so eine durchsichtige rote 1x2 Platte. Ich weiß nicht mehr. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber hab ich mal was bei gedacht. Ja, da ist ein bisschen hellblau noch und ich habe es versucht, passend zu machen. Naja. Ich hab halt versucht, dieses schmale Design unten nachzumachen von den hier. Es sieht doch geil aus, oder? Sieht doch nach was aus. Ich habe dir echt was beigedacht. Ich habe mir wirklich was beigedacht. Ja, das soll auch für das Extremere sein. Naja. Immerhin habe ich ja noch diese Teile von diesen hier, von dieses Eiding da. Ach, da ist ja doch mal ein groß, genau. Das sind die Lichter davon.
Da habe ich auch sogar noch dieses Ding da und auch diese Flügel davon. Diese Brick Wings oder wie auch immer. Und sogar noch die Räder, die sie hier nennen, mit Pinaufnahme und die Ketten davon. Und also Gummiketten. Gummiketten sind doch genial, ne? Und was habe ich noch davon? Genau. Diesen Dino davon. Den habe ich ja auch noch, genau. Der leuchtet nicht mehr, weil die Batterien alle sind. Und ich glaube sogar in den Hänger, also die Ketten fliegen ja mehr irgendwie rum. Ich glaube, da war auch so ein Gitter drin. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, irgendwo da war doch noch so ein Ding da verbaut, so ein Gitterdingsbums, was auch immer. Und was noch? Also glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Ach, da ist es größer, genau. Ich weiß nicht mehr, ob es da auch noch mit drin war. Auf alle Fälle, ja. Diese Dinger, die hier, kenne ich ja noch aus den hier. Es war da noch drinnen. Und genauso wie auch die hinteren Räder davon noch. Das sind die Reifen von den kleinen Trakturrädern, die ja auch da drauf sind. Und es sind andere Reifen, aber die gleichen Räder. Ich zeige euch mal kurz. Das sind die hier. Nur mit etwas kleineren Profilreifen. Aber keine Slicks wie beim DOMSTOLZ Charger. Das sind ja das andere. Jo, Videoende. Und schöne Weihnachten auch euch. Ich spiele so lange noch ein bisschen hier mit meinem Flugzeug rum. Weil es flattert so schön und ich kann an einem Zahnrad drehen, auch wenn es unten ist, damit es sich dreht, ohne dass ich es direkt anfassen muss. Das ist die Idee von Technik, dass man über eine Übersetzung was antreibt und dabei einem das ganz was anderes rumdreht, so dass es sich dreht, ohne dass man es direkt daran anfasst, sondern dass man es an was anderes anfasst, um es zu betreiben. Okay, das ist jetzt nicht so durchdacht, aber ist es auch durchdacht, es geht so. Vom für ein 3-Euro-Ding ist es total in Ordnung, finde ich. Auch wenn ich nicht verstehe, was das Licht da soll. Das sieht man eh nicht, weil es ja so abgebildet ist. Und es blau dann auch noch. Passt einfach nicht. Aber sonst ist es eine nette Idee. So. Es passt, finde ich. Videoende. Schöne Weihnachten. Und ich spiele noch ein bisschen Weihnachten durch mit hui 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 und flatter 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 flatter. Das macht Spaß. So kann ich Lockdown gut überstehen. Oder falls ich mal in Quarantäne gehen sollte. Oh, das macht so einen Spaß. Videoende und ich spiele noch ein bisschen mit dem Flugzeug und hab Spaß damit. Ey, das ist so geil. In 2 Jahren gibt's viele Flugzeuge im Vergleich von Creator und von Technik, weil die farblich passen und so weiter. Bis dahin sehen wir uns in 2 Jahren und nächstes Jahr auch. Ich lade noch einen Schott hoch und dann mit Traktoren und das schaffe ich heute noch. Nächstes Jahr kommt dieses Video online. Das ist der 25.12. heute, wo ich auch das Jesus Birth Video hochgeladen habe. Und jo. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ciao und schöne Weihnachten und viel Spaß beim Rumspielen mit euren Geschenken. Oh, es macht so Spaß. Ciao.